Ja, hallo meine Lieben da draußen, herzlich willkommen. Wir machen heute ein neues Let's Play und zwar über Resident Evil 6 und es ist ein Multiplayer-Spiel, das heißt, ich habe mir da natürlich Verstärkung ins Team geholt und das ist, wer sonst, der Hodenherz. Hallöle! Ja, und das aktuelle Spielerprofil enthält keine Speicherdaten. Sie müssen... Ja, sicher. Man sieht, das Spiel ist auf Konsole ausgelegt irgendwie, ne? Also, so lustige kleine Buttons. Wie alles heutzutage. Richtig, alles wird auf Konsole ausgelegt. So. Was? Ein webbasierten Service? Warte mal, nachdem ich registriert habe. Nein, möchte ich jetzt nicht, danke. Dass die ja nur mal irgendeinen Scheiß aufquatschen wollen, ne? Fürchterlich. Schrecklich. Als nächstes kann man noch irgendwelche Teppichverträge da abschließen. Irgendwelche Verträge hier, Lebensversicherung und sowas. Direkt bei Resident Evil 6. Nein, das würde nur EA machen. Das stimmt. Und dir dazu noch passende DLCs-Versicherungen anbieten. DLC-Versicherung, das ist ein Konzept. Ja, ne? Für weitere 30 Euro können Sie noch... Wie bitte? Ich glaube, ich laufe erstmal zum Patentamt. Ja, ne? Das habe ich übrigens gerade erfunden, ne? Also... Verdammt. Ja. So, Helligkeit... Ich glaube, muss ich doch nochmal abstechen. 20 passt so an, dass Sie die 6 Grad noch erkennen können. Ich will es jetzt nicht zu dunkel machen hier. Wie kommen wir denn da hin? Die 6 gerade noch. Ehrlich jetzt. Ich starte das Spiel, da ist diese komische Giraffe, die da so einen Typen einbläst. Oder umgekehrt. Ist da und passen Sie die Helligkeit so an, dass die 6 gerade noch zu erkennen ist. Aber das ist doch. Die 6 ist auf dem hellen Hintergrund. Eine schwarze 6 auf dem hellen Hintergrund. Wie dunkel soll ich den Bildschirm stellen? Nämlich. Für den Gruselfaktor. Ach, nix da. Ich mache hier 16. 16 sieht okay aus. So, okay. Ja, warum Resident Evil 6? Ganz einfach, Resident Evil ist ein Spiel, weil ich finde, das muss man spielen. Und es ist ein Multiplayer-Spiel, wo ich mir gedacht habe, komm, wir müssen mal irgendwie irgendwas machen, wo wieder ein paar mehr Multiplayer-Partien dabei sind. Und dann habe ich mir gedacht, komm, holst du Resident Evil 6 und überredest den Hohn irgendwie, damit er mitspielt. Und ich habe dann wenig meinen Charme spielen lassen. Und lüsterne, unrecht gefertigte Angebote. Richtig. Und ja, gab so eine kleine Liste, was das kostet. Und ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also es war nicht billig für den Kraxel. Es war überhaupt nicht billig. Also für die Hater ist jetzt nichts mehr über an YouTube-Money. Richtig, richtig. Also ich kann euch jetzt nicht hier mein YouTube-Money um die Ohren hauen, weil es ging heute alles an Hoden. Tja, das geht ja wohl ziemlich auf die Eier. Auf die Hodeneier, ja. Gut, andere Frage. Wie kommt man hier gleich ins Multiplayer? Erstmal musst du, glaube ich, das ewig lange Tutorial machen. Okay. Dann kannst du Multiplayer an. Das macht ja dann Sinn. Ja. Nord. Guck mir jetzt hier so eine Raupe an. Auf dem Lenkrad. Du, Insekten sind manchmal im Auto, das ist so. Puh, eher weniger. Wow, da explodiert was. Das war laut. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht, das ist super. Und ich sehe meine Hand. Ich glaube, ich muss den Sound gleich mal etwas leiser stellen, sonst hört man dich nicht mehr. Was? Ja, genau. Empörend. Sehr empörend. So, jetzt greift er eine verkackte Waffe und lauf. Oh, da ist eine Frau neben mir. Du hast das auch noch nicht gespielt? Ich habe es schon mal angespielt auf der Xbox. Okay. Aber noch nicht sehr viel weiter auf PC. Okay. So, jetzt muss ich hier Leertaste spammen, damit ich sie von der Kacke Straße wegziehe. Die Grafik sieht ein bisschen altbacken aus, wenn ich das nur so anmerken darf. Ja, die ist auch ähnlich wie 5. Naja, ich bin mal gespannt. Also 5 fand ich sehr cool, muss ich sagen. Also 5 war absolut geil, aber das, ich weiß nicht mehr, ob das noch läuft, weil Games for Windows Live ist jetzt ja hinüber. Aha. Und das lief ja alles darüber. Kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht weiß das ja jemand. Richtig, das ist eine Aufforderung an euch, lieben Zuschauern gewesen. Ihr könnt euch da gerne einmal zu äußern. Los. So, ich guck mal ganz kurz hier. Nicht vorbei. Settings. Steuerung, Kamera, Audio würde ich gerne etwas leiser stellen.
Na, warum nicht? Achso, wahrscheinlich. So, alles klar. Ja, es ist wirklich auf Konsole ausgelegt. Muss man mal so sagen. Ja. So, damit können wir zurück. Dann machen wir hier nochmal ganz fix runter. Aber auf 70, das sollte allgemein reichen vom Soundpegel her. Dann hört man den hohen wenigstens noch. Hallo, hört man mich? Oh Gott! Ja, man hört dich noch. Okay. Mehr als das ein ist Lied schön. Ist. Ja, das ist öfter so. Alles klar. So, ach, es gibt hier sogar ein Ingame-Sprachchat. Echt? Oh Gott. Ja, ja. Warum sagt man das keiner? Das hört sich dauerhaft an. So, konfigurieren Sie Spieleinstellung, gucken wir noch ganz fix Untertitel, machen wir rein. Sind drinne, oder? Ne, sind nicht drinne. Hä? So, okay, sind drinne. Was haben wir hier? Ändern Sie Farbe des Laservisiers, lassen wir so. Der Rest passt aus so. Mach es pink! Ich mach kein pinkes Kreuz hier. Also, wo kommen wir denn da hin? Ein bisschen Umbrella Street Parade. Was für eine Parade? Die Umbrella Street Parade! Durchhalten. Okay, ja, natürlich. Umbrella Street Day, ne? Klar. In bunten Farben. Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. Sie sind vielleicht untot, aber nicht weniger fabulous. Das stimmt natürlich. So leicht kommen Sie nicht davon. Na los. Auch Zombie-Ballerinas haben ein Recht auf Schönheit. Und hat Tütü-Tatü. Das Tatü-Tatü. Richtig. Das könnte man als Polizeiuniform einführen. Egal. Lassen wir das. Was? Wir haben so viel durchgestanden. Das wär's doch mal. Und jetzt wird nicht aufgegeben. Hier sind Fliegen im Licht, das ist super. So, komm, mach mal auf hier. Wir machen die Tür auf. Wir kommen. Geht nicht, die Alte nervt ein bisschen hier rum und da kann ich die Tür nicht aufmachen. So, ich schnapp mir jetzt hier so einen Prügel. Oha. Ja. Also selbst Hand anlegen jetzt. Jetzt wird selbst Hand angelegt und. Ja, oh, zu früh gedrückt. Zack. Ja, das kennt man ja bei dir. Oh, ja. Was? Ich lege immer pünktlich an. Und vor allem richtig. Nur beim ersten Mal ging es jetzt schief. Okay, ich höre den verdammten Hubschrauber noch. Oh, und hier ist ausgeleuchtet. Ist das der verdammte Hubschrauber? Sieht fast so aus. Oh, eine Menge Blut liegt hier. Ich glaube, hier hat jemand seinen Tage gehabt. Ho, ho, ho. Ja, klappt das eigentlich mit der Zombie-Biologie? Lassen wir drüber philosophieren. Also eigentlich... Nein. Die haben ja gar keinen Kreislauf mehr und so weiter und... Wobei... Nein, ich denke nicht. Würde aber erklären, woher Zombie-Kinder kommen. Ja, aber Zombie-Kinder kann es doch eigentlich nicht geben. Hast du nie The Walking Dead geguckt? Ja, ich habe auch. Welcher Film war es nochmal? Dawn of the Dead gesehen. Den habe ich nie gesehen. Da kommt das auch so ähnlich vor. Okay. Das ist das untote Gesocks. Beziehungsweise da ist eine schwanger und ihr Kind ist so. Um jetzt ein bisschen zu spoilern, aber. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. So, finden Sie etwas, um Wunden zu heilen. Alles klar, dann gucken wir hier mal ganz kurz rum. Wir rahmen ein wenig im Müll rum. Liegt hier irgendwas drin, sieht nicht so aus. Schießen kann ich auch noch nicht. Wozu habe ich eine Waffe, wenn ich nicht schießen kann? Das macht keinen Sinn. Schrecklich, gute Soldaten so sterben zu sehen. Ah, da ist ein Pflänzchen. Ah, oh Gott, das untote Gesocks trachtet mir nach dem Leben. Wie immer halt. So, nehmen wir einmal das Pferd. Das ist auch so. Leon, sind Sie da? Oh, er redet gerade. Sie redet gerade. Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Ja, mache ich. So, Gegenstandslots mit E öffnen. Dann haben wir hier einmal so ein lustiges Kraut. Grün. Grünes Kraut. Lettas bestätigen. Immer rauchen. Ja, das könnte man wirklich fast rauchen, aber gut. Dann schließen wir einmal den. Oh, durchhalten, Helena. Heilen Sie einmal. Ich wollte, wo ich stehen geblieben war. Das ist so logisch, ne? Dass sie alle Pflanzen dabei haben und nicht irgendwelche Pillen oder Spray oder so. Nein, so, die haben Pflanzen dabei. Mit Logik, die rauchen einfach irgendein grünes Kraut, sie dann wird alles wieder besser. Leo. Das erklärt einiges.
Oh nein, ein Zombie. Jetzt kommt Schusstraining. Also die Charaktere sind wirklich gut modelliert und gut designt, muss ich sagen. Aber die Umgebung ist ein bisschen, ja, vernachlässigt worden. Waffen bereit machen. Okay, und BÄM! BÄM! Keine Munition! Oh, fuck. Ich glaube sogar fast, ich bin gleich mit dem Tutorial durch. Ach, hör auf. Doch, wirklich. Ich bin jetzt hier, wo mich der Zombie-Fritze angreift. Jaja. Ich weiß nicht, wie weit das hier ist. Ist gerade ein bisschen laut, warte. Ich glaube, der hat ein Messer im Kopf. Der hört jetzt besser. Vielleicht ist er Pinhead. Man muss ständig auf der Hut sein. Wahrscheinlich, ja. So, kümmern Sie sich um Helenas Verletzungen. Komm hier, einmal die Eins drücken und dann rein. Ja, mit so einem Pack Nägel rumlaufen und Hammer einfach. Was? Ach, momentan höre ich eh fast gar nichts, also. Okay, gut. Ich werde es schon überleben. Momentan überleben die hier die komischsten Sachen. Danke. Was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Okay, wir sollen weg. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Quad Tower. Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Das ist die nächste Stufe von den Twin Towers. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Okay, sag mir jetzt hier irgendeinen Weg, wo ich lang muss. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Aber der soll sich doch aufs Fahren konzentrieren. Was? Ich fahr. Hör auf zu spoilern, ich fahr noch gar nicht. Ganz große Spoiler. Ich fahr gleich? Ernsthaft? Die ganze Story ist eigentlich schon durch. Ja, also. Okay, ach, mit Kuh kann man sich so eine, ja, so eine Blindenhilfe einrufen lassen. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Komm, V. Ach, cool, dann kommt die Perle ran und dann gibt's hier. Ultimativ Wecke. Auf den Sack. Oh, was ist denn hier los? Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Hä, geradeaus? Okay, dann müssen wir runterspringen. Und dann mal gucken, dass wir hier ein bisschen Zombies... Oh, wo kommst du denn her, Alter? Fuck. Ekelhafter. So. Du kriegst auch weg, ey. So, einmal. Stirb! So, das sieht doch edel aus. Oh, wie ich den Typen einfach nicht erwische hier. Verdammte Axt. Oh, fuck! Da kommt der Drecksack von hinten. Das meine ich gar nicht so erotisch, wie es jetzt klang. Schade. Oh, fuck, er hat mich voll vor die Zügel gedommen. Gebankt. Gekloppt. Waffen bereit machen, schießen. Okay. Komm, Perle, hilf mir. Zack. Oh, und ich spritze ins Herz. Haben wir das auch mal erklärt. Oh, jetzt reicht's mir. Ich habe keine Munition mehr, verdammt. Dann musst du mit dem Messer ran. Wie denn? Ich weiß nicht. Ich bin tot. Du hast es geschafft, im Tutorial zu sterben. Du hast ja versagt. Ja, das ist wirklich ein bisschen peinlich. Okay, dann... Ah, das kriegen wir hin hier, ey. Ich sag dir. Wie geht es Ihnen? Dauert jetzt halt 2 Minuten länger. Ich werde es schon überleben. Danke. Sie wird es überleben. Was machen Sie denn? Sie müssen oh, da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist so. Jetzt gehen wir nochmal zum Quad Tower. Dort sind BSAA-Agenten mit Überleben. Kann doch irgendwie rennen? Ich lasse sie nicht dort. Ich glaube, mit Schiff geht das. Ah, das ist klar. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten. Ich muss echt mal Danke. Controller hier für das Ding zulegen. Ich glaube, mit Controller ist das viel angenehmer spielen. Ich habe das Feldbuch auf Ihren PDA doch geschickt. Im Notfall, also, sobald man zielen muss, ist für mich der Controller abgesagt. Ja, aber es ist eine Sache der Gewohnheit, ne? Also Resident Evil, da ist das kein Problem. War ich mal so zu behaupten. Was zum Teufel?
Okay. Ach, ich kann mit Mausrad Waffen wechseln. Warum sagt mir das keiner? Hab ich doch. Ah, ich habe doch 10.000 Waffen dabei, Munition, weißt du? Und, ja, sicher, hab ich doch. Alter. So, nochmal das Ganze. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, kommen wir jetzt hier auf zu plappern. Alles klar, einmal runterspringen und jetzt gibt's hier weg auf den Sack. Der wechselt die schön schnell, das finde ich gut. Oh, hinter mir. Zack, Nummer 1. So, du kriegst auch noch Ecke. Zack. So, einmal nachladen. Ja, jetzt hol ich mein Sturmgewehr raus. Eine Klapperschlange? Was bist du denn? Ach, lustig. Wie lustig ist das denn, bitteschön? Die Waffe Klapperschlange ist sehr lustig. Damit one-hittest du praktisch so. Oh, fuck. Die kriechen aus ihren Löchern. Wie ich ihn einfach nicht erwische, den Dreckigen. Nicht weiter da. Wow, was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Schwinge des... Ach nee, gar nicht. Blitzfalter. Die Namen sind sehr lustig, ne? Muss ich mal so sagen. Was machst du da zur Hölle? Ich guck mir die Waffen an. Und kommt ein Flugzeug auf mich runtergeflogen. Du weißt, wo ich bin, oder? Ja, ich weiß, du weißt ja, woher du den Blitzfalken und die Palme des Untergangs hast, weiß ich nicht. Ja, wie will da dann? Du machst aber auch komische Sachen. Oh. Oh. Ich bin tot. Im Tutorial zum zweiten Mal. Ja, Entschuldigung, da kam so eine komische Feuerwalze auf mich zu und ich habe nach vorne gedrückt und läuft der natürlich zurück, der Drecksack. Das war schon ein bisschen Comedy hier. Unfreiwillig komisch. Weg! So laufen sie. So rennen sie. Sie sind tot. Wie haben sie das gemacht? So, jetzt aber. Okay. Lauf. Ach, guck mal, ich kann sogar Leertaste gedrückt halten. Er läuft dann mal eben so. Alter, ein Feuerwerk auf meinem Bildschirm. Boah, ein Feuerball, Junge. Einsteigen! Natürlich, da kommt irgend so ein fucking Typ im Helikopter angedüst und sagt, wir sollen einsteigen? What the fuck? Ich lauf doch nicht jedem entgegen. Wow, okay, sehr gut. Wir haben es geschafft. Was? Ach so. Boah, ich wollte gerade einen Schluck trinken. Da kann der mich doch hier irgendwas auffordern, dass ich irgendwas machen soll. Okay, das haben wir gelöst. Ich glaube, die hat sich mit Babyöl eingerieben. Die leuchtet so. Ja, die hat sich nochmal vorher ein bisschen schick gemacht. Ja. Oh fuck, jetzt stürzt sich auf der scheiß Heli ab hier, Leute. Verdammt, ich krieg ihn nicht hoch. Verdammt, ich krieg ihn nicht hoch. Erheben die blauen Pillen. Richtig. Hör, was hör? So. Selber auf Deutsch. Ja, tatsächlich spiele ich das auf Deutsch. Mit deutscher Vertonung? Na, das muss ich noch umstellen. Achso, okay. Ich wollte dich schon als widerlich bezeichnen. Nee, ich spiele sowas in der Regel immer auf Englisch. Allerdings das Problem, dass viele Zuschauer immer die deutsche Synchronisation hören wollen. Hm. Weil die einfach zu faul sind zum Lesen. Ich glaube, ich spiele zu viel Zombie-Spiele. DayZ, Resident Evil, The Walking Dead. Was? Warte mal ganz kurz, es ist gerade so extrem laut hier. Ich muss den Ingame-Sound noch leiser stellen, das ist wirklich noch zu laut. Ich glaube, 50 reicht da vollkommen aus. Ja. So, jetzt hört man mich wieder.
Und wenn du mal drüber nachdenkst, Minecraft auch noch. Ja, Minecraft natürlich. Mehr Zombies als alles andere. Oh. Spielst du überhaupt irgendwas ohne Zombies? Hello Kitty. Das letzte Play habe ich noch nicht gesehen. War natürlich nur Spaß. Alles okay? Ja. Ja. So, jetzt haben wir wieder so lustige Waffen hier. Blitzfalke, Schwingen des Todes, Überlebensmesser, Schrotflinte, Scharfschützengewehr, Klapperschlange. Sehr lustig. Sag mal, ich weiß nicht, was du da machst. Ich bin was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Ich merke das schon. Irgendwas ist hier. Wahrscheinlich nochmal vorhin mit dem gehackten Safe-Game da rein, schön. Ja. Geradeaus laufen, nicht möglich, aber ich habe die Palme des Untergangs dabei und den grünen Juckerbaum. Richtig. Jetzt muss ich über das Fuck-Geländer springen. Oh, ich glaube, der sieht tot aus. What the fuck, was bist du denn? Noch nicht genug? Wie? Spiel ist zu Ende. Ich muss jetzt kämpfen. So. Resident Evil 6. Die 6 sieht aber wirklich ein bisschen komisch aus, muss ich mal so sagen. Ich glaube, das will ich noch ein bisschen aufhalten, ne? Ein wenig, ja. Die nächsten 50 Folgen. Ungefähr. Okay, Speichern wurde beendet und ich, sorry Leute, aber wir müssen jetzt hier unbedingt nochmal den Sound leiser machen und ich würde sagen, das haben wir dann erledigt in der nächsten Folge und ich verabschiede mich dann für heute mit dem Hoden und sage, bis dann! Ciao!